Aufstehen erstmal mit guter Aussicht über den See. Und da wird schon gelaufen. Morgen. Ab zum Frühstück, würde ich mal sagen. So, gefrühstückt haben wir jetzt auch schon und jetzt geht das Gewusel los bis zum Start. Um 9 ist offiziell das Zusammentreffen, da wird nochmal alles gerichtet. Und dann um 10 ist es kalt, oder? Ja, noch ist kalt, aber da drüben scheint schon die Sonne. Und hier werden noch die Leibeigen abgegrillt. Seid bereit? Oh, guten Morgen! Ready to race! Oh je. Wo geht's hin? Heute geht's auf Monte Roen. Wir haben auf Facebook Einladung gestartet. Es sind ein Haufen Leute heute da. Ja, wir packen so, oder? So läuft das also bei Martin. Ich schwenke hier mal kurz um. Guck's mal kurz. So schaut das aus. Nico und Peter sind ja brav am Start. Oder Nico, was sagst du so? Ja. Er ist mehr Genussmensch, so wie gestern Abend schon gesehen. Ja, das hört man an der Stimme auch. Ja. Petra ist da mehr der Arbeitsmensch, das habe ich auch gestern Abend gesehen, weil du hast Augenring vom Laptop arbeiten. Ja. Genau, so hat jeder so am Camp seine Möglichkeiten zu verwirklichen. Martin, tu mal den Helm runter. Ja, Nico will nämlich sagen, wenn alles so gut ausgeht bei Martin wie die Haare. Dann haben wir gewonnen. Aber da muss ich dazu sagen, die meisten Haare, also das Haar ist ja so ein Gewächs, dass ihr im nassen Bereich wächst. Aber ist das so im Frühjahr in gewesen? Ja, ich hab's noch gesehen, da gibt es so einen Kinofilm, was mit den schnellen Autos von Fast in der Früh ist, da haben sie auch keine Haare. Die ist was schnell fahren, haben keine Haare mehr. So, jetzt ist die Gruppe verloren, weil jetzt führe ich die nämlich an. Mal schauen, wo wir rauskommen. Heute sind wir auf der anderen Seite unterwegs, scheint die Sonne und jetzt wird es richtig fein warm. Und noch sind alle da. Muss man ja festhalten. Nicht, dass auf einmal einer sagt, der war nicht mehr da oder so. So, Mendelbahn haben wir schon mal erreicht. Aber wir sind nicht die ersten. Bekannte Gesichter. Jetzt heißt es leider erstmal warten. Auffahrt mit Bike 13 Euro. Da alles hier runtergehen. Ab der Hälfte kreuzen sich die Bahnen. So, oben sind wir. Wir lassen mal den Teil mit der Gondel, haben wir hinter uns gebracht. Okay, Gondel mit dem Aufzug. Und aussieht es schon ganz gut. Wird aber noch besser. Oh, wir fahren wieder los. Die Schweiz ist auch dabei. Ah, der letzte Mann auch. Perfekt. Wir nähern uns dem Monte Roen. Teilweise geht es ganz schön steil bergauf. Sind wir dankbar fürs E-Bike. Und ja, Sonne lacht uns ins Gesicht. Macht Spaß? Selbstverständlich, wunderbar. Yeah. Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Da läuft noch was. Yeah. Ja, manchmal ist zu viel Unterstützung auch gar nicht so ohne. Sehr schön. Blamage. Nix. Hauptsache oben ankommen. Ja. Bei uns zählt ja das Runterfahren mehr, oder? Yes. Du hast deine Freunde genug angenommen, habe ich gesehen, die Nacht. Die werden auch hier so hoch prügelt. Und dann die Qual aufnehmen. Ja, ja, wir haben ein gutes Radl, weißt du? Das fährt fast von selber. Erst wenn das Leiden groß genug ist, zählt es als Bootcamp. Ja, blöde Sprüche kennt ihr von der Transalp von mir. Kann ich mir nie ganz verkneifen. Aber hier ist es echt schwer rauf. Also das muss man zugeben. Eine Aufnahme mit uns beiden. Ach, der Nico ist doch unmöglich. Aber so nicht, die kriege ich schon noch. So, jetzt haben wir noch 100 Höhenmeter ungefähr. Und die Aussicht nach unten ist schon mal sehr gut. Aber wartet. Frag mal, wie die Motivation hier so ist. Wartet auf die Aussicht in die andere Richtung. Aber nur heute Morgen. Normal, in der Küche beim Frühstück. Nur beim Frühstück. Mensch, eine Riesenfrau. Aber jetzt nicht mehr. Aber da muss er jemand anders gesehen haben. Weil sympathisch bin ich nie. Aber riesig. Ja, riesig schon. Das hast du jetzt verstanden. Riesig schon. Schon dahin. Schaut auf! So Jungs, die letzten Meter, hopp, hopp, hopp! Ausgerechnet ihn, der war eh die ganze Zeit vorne dabei. Und das nochmal mal anschieben, gell? So, jetzt gibt's mal nochmal die richtige Aussicht in die andere Richtung auch. Upp. Bozen, da waren wir gestern unterwegs, um den See rum.
Jetzt renne ich ihm einmal durchs Bild, wird er mich gleich hassen. Ja. Bin aber auch gleich wieder weg. Da, jetzt sind wir am Kreuz auch angekommen. Und da wird gerade noch Gruppenfoto geschossen. Jetzt geht alle noch 2 Meter zurück. Und damit ging es dann endgültig ab auf den Trail. Es erwarteten uns ca. 1500 Höhenmeter Trail vom Allerfeinsten. Da ist alles geboten mit ein paar schwierigen Schlüsselstellen, aber ansonsten S2 von der Schwierigkeit her. Richtig neu. Wie geil die Aussicht auf den Kalterer See. Das war diesmal sogar deine ungute Kurve, oder? Ja. Aha. Aha. Oh ja. Blöder Angeber. Aber das kannst du jetzt echt gut. So, lala. Die Jungs sind fit, oder? Passt. Petra ist die Anführerin. Fräulein. Wird nicht. Gute Stimmung, gutes Wetter. Fräulein, ich freue mich vor. Die Schweiz ist auch da. Perfekt. Jungs, wie ist die Laune? Super. Ich will was hören. Ja, das passt doch schon mal. So, die ersten Teilnehmer kommen. Super. Sehr schön. Klasse. Perfekt. Respekt, sehr gut, super. Da ging es für einen der Teilnehmer ab in die Büsche, aber passiert ist zum Glück nichts.
Wer fährt es schon wieder? Die Petra. Geht's euch gut? Ja, sehr gut. Hervorragend. Die Weinprobe kommt näher. Hör ich da ein Geht? Das ist ein sehr gut. Was meint ihr? Soll ich da eifersüchtig sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Nach der Tour ging es direkt zur Weinverkostung. Und jetzt sind wir schon beim zweiten Wein angelangt. Also, zum Wohle. Cheers. Stylisch, ne? Signora.
Salute. 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 Und Petra, wie viele Gläser hast du schon getrunken? Ich zwei. Ich habe gesagt, das zweite. Achso. Aber warum steht da eine leere Flasche?